achte Mal beim Mechaniker. Ja, ist mein scheiß Motorrad. Diesmal hat er das Vorderrad angefangen zu wackeln, hin und her zu wackeln. Was wir schon alles hatten, kaputte Hupe, Licht hat nicht funktioniert, Plattenreifen und jetzt das. Gut, aber ich glaube, diesmal ist echt was Schnelles. Die haben jetzt nur die Schraube angezogen. Die Reise wurde jetzt zum 9. Mal heute unterbrochen. Oder nicht heute, aber generell. Der Nagel war einfach im Reifen drin. Jetzt müssen wir schon wieder einen neuen Schlauch kaufen. Die ganze Prozedur schon wieder. Da drüben sind sie gerade. Wieder 20 Mechaniker, die hier ihr Bestes geben. Fucking Nagel, Mann. Wie konnte der in deinen Reifen kommen, hey? Wer legt sowas auf die Straße? Ja gut, sowas fällt halt irgendwo mal raus. Jetzt gibt's erstmal einen guten Avocado-Shake. Wir sind überglücklich, als wir nach den vielen unnötigen Zwischenstopps endlich an der Westküste Sumatras ankommen. Shit! So, wir sind jetzt gerade auf der Suche nach unserem Nachtquartier für heute. Denn wir werden heute mal nicht in einem Hostel oder einer Unterkunft pennen, weil hier gibt's nichts. Deswegen werden wir auf dem Strand irgendwo pennen. Jetzt suchen wir gerade. Hier! Hey! Jawoll! Das sieht nach einem richtig geilen Spot aus hier. Direkt am Wasser. Zu eigener Strand. Ja, Mann, sieht so aus, als hätten wir unsere Nachtquartier gefunden für heute. Jetzt wissen wir noch nicht genau, wie wir es machen. Wir müssen mal unser ganzes Zeug auspacken. Wir haben jetzt noch nie draußen gepennt. Ich glaube, wir haben eine Hängematte dabei und irgendeine Plane, aber sonst haben wir nichts dabei. Mal gucken, wie wir das lösen. Ich wollte noch nicht machen. Hier so eine Burg gebaut. Das sieht richtig kacke aus. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, damit keine Viecher reinkommen. Und der Jan pennt heute Nacht Hängematte. Und darin werde ich morgen aufwachen an meinem 22. Geburtstag. Geiler Scheiß. Boah, wir haben jetzt gerade ein bisschen Schiss hier. Wir sind jetzt gerade noch mal darüber gelaufen, um ein bisschen Feuerholz zu suchen. Und auf einmal gucken uns einfach 20 Augen an oder so. Und jetzt gucken wir erstmal, was da ist. Wir haben unser Messer mitgenommen. Der hat das Teil vom Feuer rausgenommen. Scheiße, ey. Das kann halt nicht. Guck dir die Augen an. Ja, ich glaube, das sind Affen, oder? Wir haben vorhin halt ein ganzes Rudel Wildschweine über die Straße rennen sehen. Das wäre halt echt übel. Guck mal, wie die gucken. Ich glaube, das sind Affen. Also, wie viele Augen? Ey, lass näher hin. Sollen wir mal hinrennen? Nein. Hilfe. Da kriegst du halt richtig Schiss. We decided to sleep the night outside and want to collect some firewood. And now we saw that there is a big group of wild pigs close to us. So we don't know. Yeah, they are all watching us with their weird eyes. We just saw like 20 eyes. And now we get closer and saw that it's wild pig. So we don't know if we are safe at the place where we are, at the beach. It's not safe. Because the pig smells something that can be eaten. Okay. So if you have food or something, then it is not a safe place to camp. Okay. And just make a picture, you know, if you can find something higher, like a place like hammock or something like that, you can sleep on a hammock. But to keep riding and find some whatever, you know, some wooden structure
that you can leave in. But maybe you can you create a slingshot or something? Like I have a hammock, but Flo is sleeping on the floor. Yeah, let's go. Maybe we go there and yeah, let's go there. Because I think it's not very good idea to sleep here, because now we're running out of wood and the fire is getting low, so we just drive there. Wir packen schnell alles ein und verschwinden von dem Ort, da es sich anfühlt, als würden uns gleich Wildschweine von allen Seiten aus angreifen. Die Nacht verbringen wir einen Strand weiter auf einer Art Holzkonstruktion, nicht gerade die erholsamste Nacht unseres Lebens, und auch hier sind nachts Wildschweine an uns vorbeigerannt. An meinem Geburtstag gönnen wir uns beide eine neue Frisur für 1 Euro, bei der sogar noch eine Kopfmassage dabei war. Die Friseure waren überglücklich, endlich mal blonde Haare schneiden zu dürfen und gaben sich deshalb sehr viel Mühe. In der letzten Nacht mit den Wildschweinen brauchen wir dringendst eine entspannte Nacht in einem Hotel, bei der Jan mir eine Massage an der Rezeption klar macht. Ich habe keinen Plan, was Jan bestellt hat, auf jeden Fall kommt ein Typ in unser Zimmer, der aussieht, als wäre er der Mechaniker von nebenan, und beginnt mir mit einem Löffel die schmerzhafteste Massage meines Lebens zu bereiten. Kein Scherz, Jan lag nur nebenan und hat gelacht. Er musste dann natürlich auch noch ran, sodass ich was zu lachen hatte. Die Blutergüsse an Jans Rücken waren da fast bis zum Ende des Trips zu sehen. Unser Learning: nie wieder eine Massage in Sumatra.
Mechanikerbesuch Nummer 10 oder 11, ich zähle nicht mehr mit. Jan, erzähl mal, was vorhin passiert ist. Wir sind in die Berge hochgefahren und ziemlich enge Straße eigentlich. Dann kam LKW, der war auf meiner Spur, war eine kurvige Straße. Ich war auch nicht ganz links, muss ich sagen, also ganz außen am Straßenrad. Und dann hat mich der LKW am Lenker erwischt, sodass den Lenker verbogen hat. Und jetzt sitzen wir hier schon seit einer Stunde. Ja, jetzt schon seit eine Viertelstunde. Jetzt gucken wir mal, wie weit es ist. Mal, dass wir hier überhaupt mit einem Tuk-Tuk fahren. Nee, bei mir ist es das zweite Mal. Ich war schon in einem, als ich in der Apotheke war. Das ist schon ein richtiges Race-Tuk-Tuk hier. Also langsamer geht's fast gar nicht. Oh. Also wir sind jetzt gerade in Sinkiel angekommen. Von da aus werden wir jetzt gleich mit der Fähre nach Pulau Banyak fahren, zu diesem Archipel mit den 50 Inseln, und jetzt sind wir noch am überlegen, auf welche Insel wir gehen. Die Bootsfahrt dauert 4 Stunden und wir sind einfach mal gespannt, wie es ist. Also wir haben echt geile Bilder gesehen und ja. Hey, wir sind jetzt gerade angekommen. Nach 4 Stunden Fährenfahrt, das kam mir irgendwie gar nicht so lang vor, aber es ging richtig auf den Sack. Die haben da ständig so extrem laute Musik reingemacht. Richtig schlimm. Aber jetzt im Paradies. Schaut es euch an. Noch nicht. Noch nicht unsere Final Destination, weil bei uns geht es jetzt noch weiter nach Tial. Sinkal. Nein, aber wir sind da. Wir fahren nach Tialini oder irgendwie so heißt die Insel. Das ist eine 200 Meter große Insel und da ist sonst keine Sonne. Und da ist paradiesisch, Palmstrände, weißer Sand, man kann schnorcheln, Kajak fahren. Haben uns jetzt die Locals empfohlen. Wir hatten eine schwere Entscheidung, weil wir nicht wussten, ob wir in ein geiles Resort gehen, wo wir kostenlos Unterkunft haben, aber halt überflutet ist, oder ob wir... Selena. Ja. Selena? Ja, ja, ja. Aber mit Adeline. You can do it.
Angekommen im Paradies, Pulau Thailana. Auf der Insel stehen 4 dieser Hütten und eine Küchenhütte. Das war's. Wir sind gerade einmal zu 8 auf der Insel, inklusive der Familie, die die Insel bewirtet. Ein absoluter Traum. Wir lassen unsere Seele baumeln, genießen die Ruhe, gehen schnorcheln und mit dem Kajak andere Inseln erkunden. Wir sind jetzt gleich auf unserer Insel angekommen. Da drüben pennen wir. Jetzt sind wir darüber gekajakt. Auf der Insel, auf der keine Menschen wohnen. Checken wir mal aus, was da abgeht. So, wir sind jetzt soeben auf unserer eigenen Privatinsel angekommen. Wir sind hier rüber gekajakt von unserem kleinen Resort mit 8 oder 10 Leuten drauf. Und schaut euch an, hey, gibt's was Geileres? Hier ist wirklich keine Sau, das ist schnell. Insel, die ist vielleicht, keine Ahnung, 40 auf 40 Meter groß und da ist keine Sau, niemand. So geil. Für alle Leute, die mal nach Sumatra reisen wollen und überlegen, nach Pulawe zu gehen. Wir waren ja auch in Pulawe, das viele kennen, und Pulau Banyak, wo wir jetzt gerade sind, ist nicht so bekannt. Dann verbringt eher mehr Zeit hier auf Pulau Banyak, weil die Strände hier sind wirklich noch paradiesischer und absolut gar keine Touristen. In Pulau B sind viel mehr Leute und ich meine, wir haben da die Taucherlizenz gemacht, aber trotzdem haben wir einiges gesehen von der Insel. Ich meine, wenn man wegen Stränden hier hingeht, dann Pulau Banyak for sure. Die 2 Tage auf Pulau Thailana vergehen viel zu schnell und wir haben ein paar gute Freunde gefunden. Wir möchten aber noch weitere Inseln des Archipels sehen und verabschieden uns deshalb.
wir sind jetzt angekommen im anderen Resort und es sieht schon ziemlich geil aus. Also schaut es euch an. Geräumiges Zimmer, Riesenbett und dann halt einfach diese Aussicht mit einer eigenen Terrasse. Schon ziemlich wild. Und Klo, auch das Beste, was wir bisher hier auf Sumatra hatten. Mit einer nicen Dusche, einem westlichen WC. Also kein Plumpsklo und ja, hier kann man es aushalten auf jeden Fall. Nur wir haben jetzt gerade ein klitzekleines Problem. Es gibt auf der Insel einfach keinen Strom tagsüber. Die schmeißen immer nur abends den Generator an und mein Handy-Akku ist leer. Also können wir leider nicht Drohne fliegen. Und wir haben einen Deal mit denen gemacht, dass wir eben den Drohnenbilder machen. Und jetzt können wir es nicht machen. Scheiße ist's. Wie lösen wir das jetzt, Jan? Ja, dann wollten wir die blöde App auf meinem Handy installieren. Bis der Wenk gemerkt hat, dass er gar nicht einen richtigen Stecker hat. Naja. Das kriegt man schon irgendwie hin. So, wir müssen jetzt leider nach 4 oder 5 Tagen. Wie lange waren wir jetzt hier in Pulau Banyak? 4 Tage. War extrem geil, hat sich mega gelohnt hierher zu kommen. Und ja, jetzt nehmen wir gleich die Fähre. Ich hoffe, dass wir sie noch kriegen, weil wir schon recht spät dran sind. Wir waren jetzt gerade noch schnorcheln. Und dann geht es endlich weiter mit den Bikes. Nächster Stop ist dann Lake Toba. Und dahin nehmen wir noch einen richtig coolen Trail. Jetzt sind wir mal noch gespannt. Jetzt geht es dann ins Ende unserer Reise. Hey. Es ging viel zu schnell rum, hey. 6 Tage. 6 Tage noch.